Ist nicht dein Ernst, ist nicht dein Ernst. Heute ist das krank, Alter. Zitrone für die Frische. Das fühlt sich aber schon mal gut an, ey. Hey Leute, ich bin's Fritz. Heute gibt's mal ein ganz spontanes Video. Ich bin gerade mit Niklas in Norwegen unterwegs und wir haben tatsächlich einen Fisch gefangen. Ja? Mega geil. Wir haben absolut keine Ahnung, wir sind keine Profis, nichts dergleichen. Hier mal ein kleiner Einblick. Die Jagdsaison ist eröffnet. Es gab gerade schon erste Bisse. Ja, mal gucken, ob es das hier was wird. Ist nicht dein Ernst, ist nicht dein Ernst. Ja, warte. Ratet mal, wer gerade einen fetten Fisch an der Angel hatte. Da ist das Abendbrot. Und wir haben gerade alle Sachen wieder gepackt, sitzen im G und werden uns jetzt einen schönen Spot in den Bergen suchen. Vorher noch ein bisschen Ausblick genießen, ein bisschen Roadtrip-Feeling haben und heute Abend mit euch zusammen diesen Fisch zubereiten und noch ein bisschen Norwegen erkunden. Also bleibt dran, genießt dieses Abenteuer und los geht's. So, die Sonne knallt schon wieder und ja, hier ist ein wunderschöner Bergsee. Den werden wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen angucken, vielleicht einen kleinen Spot suchen. Vielleicht fahren wir auch nochmal weiter, wir sehen uns später. Wir sind doch nochmal weitergefahren, um diesen wunderschönen Ausblick hier zu genießen. Im Hochland, dort unten steht der G, der pumpt gerade ein bisschen von der ganzen Bergauffahrerei. Dort hinten scheint wunderschön die Sonne. Im Hintergrund seht ihr auch Schnee auf den Bergen und es ist hier absolut traumhaft. Guckt euch das einfach an. Es ist natürlich windig, aber herrliches Wetter. Alles grün, moosig. Niklas macht da unten ein paar Selfies. Oh. Schön. Und überall ein paar Bergseen und auch Wasserfälle, ganz kleine. Was eine traumhafte Landschaft. Kurzes Päuschen, denn hier ist anscheinend eine Stelle von alten Stangen bzw. Begrenzungspfählen. Die da drüben sehen ein wenig matschig aus, aber die haben sogar schon mal gebrannt. Aber hier liegen welche, da scheint das Ganze noch ein bisschen trocken zu sein. Also nutzen wir die Zeit, solange noch die Sonne etwas scheint. Die geht auch bald dort hinten unter. Und sägen ein bisschen Holz zurecht, denn hier oben gibt es ja sonst keine Bäume, wie ihr seht. Vollbremsung, Leute. Was ist hier los? Warum halte ich an? Ich muss euch kurz was zeigen. Und zwar, wir haben Sommer, hinter uns scheint die Sonne. Aber was darf in einem Hochland natürlich nicht fehlen? Richtig, Schnee. Ah, hier ist tatsächlich noch ein bisschen Schnee übrig. Wir sind hier gerade auf so einer Schotterstraße und wollen mal gucken, ob wir dort hinten vielleicht irgendwo reinkommen, um einen schönen Schlafplatz zu finden. So, wir haben uns hier gerade serpentinenmäßig nach oben geschraubt. Dort hinten war überall schon Schatten. Hier steht noch schön die Sonne, ein kleiner Bergsee. Wir haben keine Ahnung, wo der Pfad noch hinführt. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Und Niklas geht ein bisschen aufs Dach und filmt. Ich nehme das Handy mit hoch und wenn ich dir Bescheid sage, dann kannst du die ja mal kurz reinnehmen, wa? Sind Sie bereit für die Gletscherexpedition oder was? Ja, Mann, auf den Gletscher ruf. Ja, läuft schon. Ich passe auf. Nicht losfahren. Okay, I'm ready for that. Thank you.
Heute ist das krank, Alter. Kein Telefonnetz, wir sind mitten im Outback. Aber dafür haben wir einen ziemlich krassen, nicen Spot gefunden. Mit einem wunderschönen Bergsee. Die Sonne scheint bestimmt locker noch ein Stündchen. Und vor allem, wir sind hier komplett allein. Weit und breit keine Menschenseele. Und hier werden wir mal eine kleine Nacht verbringen. Und Feuerchen machen und den Fisch zubereiten. Wichtige Sache, ne? Wir sind keine Angelprofis, ja? Also könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich wette, die einen oder anderen Profis unter euch haben da wieder ein bisschen was rumzumeckern, wie wir das hier machen. Aber ja, wir probieren uns einfach aus, ne? Und lassen uns den Fisch jetzt gleich schmecken. Aber erstmal Feuerchen anmachen. So, Niklas hat hier schon einen Tisch aufgebaut und bereitet jetzt Zwiebeln, Knoblauch und Zitrone vor für den Fisch. Und ich kümmere mich mal ums Feuerholz. Ja, ich habe schon mal so eine kleine provisorische Feuerstelle vorbereitet. Da liegt das Holz. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier sind Tausende von Abertausenden von Mücken. Wunderschön. Also nehmt euch Mückenspray mit, wenn ihr hier in Norwegen unterwegs seid. Die fressen euch auf. Wenn wir das Gerät mal ein bisschen würzen. Der Standmann soll nicht sparsam sein, was die Gewürze angeht. Machen wir das. Eigentlich muss man das verreiben, aber dann stinken meine Pfoten so nach Fisch. Zitrone für die Frische. Zitrone, Oliven, Knoblauch, Zwiebeln, Salz, Pfeffer. Ob das gut schmeckt, wir wissen es nicht, Leute. Da sind wir wieder beim Punkt, einfach mal rausgehen, machen. Einfach mal nach Norwegen fahren mit dem G. Den allerersten Fisch seines Lebens fangen. Also zumindest richtig, die anderen Forellen waren ja im Forellenteich. Dabei dieses Bergpanorama genießen, die Sonne geht gleich unter, aber dafür knistert in das Feuer schön. Ich werde den Rest hier einfach noch mit... Du wirst den Rest da einfach noch mit drumherum packen. Das ist eine sehr gute Idee. Leute, geht raus, ja? Erlebt Abenteuer, probiert Sachen aus. Es kann auch fürs Erste erstmal natürlich im heimischen Wald sein. Aber ich mache das Ganze ja schon ein paar Jahre und deswegen muss ich auch mal hier ganz neue Gefilde entdecken mit euch zusammen. So,
15 Minuten sind vorbei. Der Fisch lag die ganze Zeit in der Glut. Ob das jetzt was geworden ist oder nicht, werden wir selbst gleich sehen. Und bevor wir uns den Fisch angucken, kriegt ihr jetzt nochmal einen kleinen Ausschnitt zu sehen. Und zwar war ich nämlich genau an der gleichen Stelle, beziehungsweise hier in dem Gebiet, im Oktober schon mal unterwegs, auch mit der G-Klasse. Und da habe ich ein paar schöne Drohnenaufnahmen für euch aufgenommen, habe keine Videos an sich produziert für YouTube, aber das will ich euch nicht vorenthalten, deswegen Film ab! So, zurück beim Fischgame. Na, ob das was geworden ist, ich bin sehr gespannt. Läuft der Saft schon vorne raus? Da läuft vorne tropft es schon. Es hat auf jeden Fall richtig herrlich gebrutzelt, gerade schon die ganze Zeit. Pust das mal weg vielleicht, oder? Wegpusten das Zeug? Oder fliegt das weg? Das ist ja wie Weihnachten hier. Geschenke auspacken. Ihr seht, Niklas ist richtig eingepackt, denn die Sonne ist ja untergegangen. Das Feuer ist quasi auch aus, nur noch eine Glut. Es ist wirklich ganz schön kalt. Muss auf alle Fälle was anziehen hier oben. Ich glaube 11 Grad oder so waren vorhin noch, aber jetzt wird es ja noch kälter. Ja, es sind vielleicht 4, 5 Grad. Ja, denke ich auch so, 3, 4 Grad. Ich hole mal einen Löffel. Hol mal einen Löffel, meiner. Vielleicht eher eine Gabel, oder? Ich hole mal einen Göffel. Guckt euch das an, da hinten liegt Schnee. Das muss man auch einfach nochmal genießen vom Ausblick. Es ist halt mal eine ganz andere Art als so ein klassisches Biwak irgendwie bei uns in Deutschland. Aber ich find's geil. Ganz komisch, vielleicht könnt ihr es nicht nachvollziehen, aber es ist so, es wirkt so unecht. Weil man einfach diese Kulisse hier anguckt und denkt so, ja, ist klar. Ist klar, als ob ich jetzt hier mitten auf so einem Hochplateau bin, mit dem Geh hier penne, heute einfach einen Fisch gefangen habe. Das ist so, nee. Und jetzt am Lagerfeuer. Ja, und jetzt am Lagerfeuer den Fisch essen. Irgendwie eine ganz merkwürdige Situation, die wir aber hart feiern. Und jetzt müssen wir gucken, was ist mit dem Fisch hier los? Ich quatsch schon wieder viel zu viel Dünnes, Leute. So, du musst jetzt einen Koster machen. Hi. Nur mal hier, ist mal ein bisschen öfter. Guck mal da. Oh, das fühlt sich aber schon mal gut an, ey. Also wie es abgeht. Mit dem Gräten musst du aufpassen. Aber lässt sich hier leicht von der Gräte lösen. Ja. Oh. Als ob. Das ist richtig herrlich, wirklich. Als ob, Junge. Hier ist noch eine Krete, die muss ich rausmachen, dann kannst du das Stück hier im Ganzen essen. Ja? Krieg ich vielleicht auch mal ein bisschen Isomatik? Na ja, klar, ich hab die ja extra so hingelegt. Zieh mal. Das ist geil, oder? Ey, krass. Das schmeckt richtig gut. Alter, das ist irgendwie völlig unklar. Den haben wir heute rausgezogen, Alter. Den haben wir einfach erlegt. Du hast ihn rausgezogen. Ich habe ihn vorher auch erstmal reingesteckt. Vor allem Catch and Cook, Junge. Das neue Format. Ich finde nur, man könnte noch ein bisschen Salz drüber hauen. Ja, könnte echt ein bisschen, ne? So, wir genießen jetzt erstmal den Fisch. Leute, hier immer nur ein kleiner Handyclip, weil Kamera ist unten. Wir klettern hier gerade auf so einen Berg drauf und es sieht jetzt schon ultra fett aus. Ein bisschen was haben wir noch vor uns? Und dann gucken wir mal, wie die Sicht von oben ist. Dort unten. Da, seht ihr? Da steht der G. Oh mein Gott. Alter. Zieht euch diesen Ausblick rein. Oh mein Gott. Und diese Seen. Wir haben mittlerweile jetzt 1 Uhr. Ihr seht, es ist immer noch hell. Das Bett ist aufgebaut. Und jetzt geht's schön schlafen. Hier ist extreme Luftfeuchtigkeit wegen den ganzen Seen. Hier drin ist auch schon alles ein bisschen feucht. Aber gut, müssen wir jetzt durch. Das ist ja, ey, das kriegst du in der Sauna manchmal nicht mal richtig hin. Überleg dir das mal. Das ist richtig schwierig. Du musst die Leute erstmal abholen. Jetzt läuft die Kamera erst. Vorne ist ein Thermohydrometer, wie auch immer das Ding heißt. Wir haben ein Hygrometer. Hygrometer. Wir haben ja aktuell 85% Luftfeuchtigkeit. Und 12 Grad. 12 Grad und 85% Luftfeuchtigkeit. Ja, nee, schön.
Ja, moin. Alter, das kann doch nicht sein. Ja doch, wegen, warum eigentlich? Wegen den ganzen Gewässern hier? Kann sein, weil es so weit oben ist und die Luft, keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, wir sind doch keine Hydrometer-Menschen. Hydrometer-Typen, Hydranten-Typen. Hydranten. So, trotzdem kann man, glaube ich, mal den Ausblick aus dem Bett auf jeden Fall genießen. Ja? Hier wird gemächtigt. Auf jeden, ey. Niklas verkauft sich da drüben ihren Schlafsack. Wir machen es uns hier gemütlich. Und dort hinten sollte irgendwo die Sonne aufgehen. In diesem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Zum Frühstück gibt es erstmal Süßigkeiten bei Niklas. Nee, auch nicht schlecht. Turbobons. Was geht ab? Habt ihr gut geschlafen? Ja, nee. Ergibt auf jeden Fall richtig Sinn, die Frage. Aus dem Geh raus gibt es auf jeden Fall einen herrlichen Ausblick. Luftfeuchtigkeit ist bei 18% nur noch. Als ob, Alter. Ja. Aber gut, ich habe ja auch schon ein bisschen die Türen offen. So, wir werden jetzt erstmal klarkommen hier. Und dann gucken wir mal, was gleich ansteht. Das Bett ist umgeklappt, alles ist zurückgebaut. Wir werden jetzt uns auf den Weg machen zum nächsten Abenteuer. Daumen nach oben für mehr solcher Videos. Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.